Kennst du diesen Spruch? Du kannst mich überhaupt nicht mehr verstehen. Oder diese Feststellung, wir verstehen uns einfach nicht mehr. Und das ist etwas Typisches für Menschen, dass der Punkt entstehen kann, dass ein Zeitraum entstehen kann, in dem man den Eindruck hat, dass wir den anderen Menschen, obwohl wir ihn gut kennen oder glauben, gut zu kennen, nicht mehr verstehen können. Die kleinsten Kleinigkeiten führen zu Unverständnis, führen zu, ich bin vor den Kopf geschlagen und weiß gar nicht mehr, warum der das so tut oder warum sie das so sagt oder warum sie das so denkt oder zu denken scheint. Ich verstehe diesen Menschen einfach nicht mehr. Ich kann ihn nicht mehr verstehen. Und was heißt verstehen, wenn wir uns damit ein Stückchen beschäftigen, vor diesem Flusslauf hier in Österreich? Am Anfang einer Freundschaft, einer Begegnung, egal wie sie ist jetzt im geschäftlichen Umfang, in der Philosophie oder überhaupt in der Begegnung zweier Menschen, wenn sie miteinander reden, ist eine Übereinstimmung oder eine Übereinkunft. Wir schätzen den anderen Menschen, wir begehren ihn geradezu, wir gehen auf ihn zu, wir haben ein waches, offenes Interesse und wir verstehen uns im Großen und Ganzen. Es gibt kleinere Missverständnisse, ganz sicherlich, aber im Großen und Ganzen kommen wir immer wieder zu Übereinkünften und damit zu einem wechselseitigen Verständnis. Wir verstehen den anderen. Auch wenn wir es jetzt logisch betrachten würden oder argumentieren würden, dass nicht vollkommen übereinstimmend ist, sondern es ist eher ein Verstehen um des Verstehens Willens. Ich will einfach verstehen, oder? Eben auf der anderen Seite, ich will nicht mehr verstehen oder ich kann nicht mehr verstehen. Also das stiftet geradezu, ich nenne das mal tatsächlich Stiftung von gemeinsamen Welten. Wir verstehen uns, wir haben Übereinkünfte, wir könnten jetzt eine Partei gründen, wir gehen zusammen irgendwo an ein Werk und tun das, wir verwirklichen etwas aufgrund eben des gemeinsamen Verständnisses. Und interessant, dass wir immer wieder gemeinsame Welten in der Art und Weise stiften als Menschen für eine Zeit, für eine bestimmte Zeit. Kürzer oder länger. Und das tun wir natürlich deswegen, weil wir die Gemeinsamkeit des Verstehens brauchen, um etwas gemeinsam auch tatsächlich tun zu können. In der Beziehung ist das das Neue, das Begehren und damit eben das Binden wollen, fast um jeden Preis, das Binden wollen, das eben das Neue, den neuen Menschen tatsächlich bindet, weil wir ein Interesse an dem haben, weil wir ihn in uns hineinnehmen wollen, geradezu. Das ist ja der Sinn von Begegnung. Wir wollen das Neue, das wir noch nicht kennen und das deswegen attraktiv ist, in uns hineinnehmen und umgekehrt genauso. Später, wenn wir eine Beziehung weiter betrachten, gibt es natürlicherweise zunehmend Unterschiede und unterschiedliche Betrachtungsweisen und damit ein unterschiedliches Verständnis. Plötzlich kommt der berühmte Tag, wo man denkt, mein Gott, sie versteht mich überhaupt nicht mehr oder er kann mich nicht mehr verstehen. Es entsteht Unverständnis, man redet aneinander vorbei, der eine tut dies, der andere das. Man divergiert immer weiter, trotzdem man glaubt, sich schon lange zu kennen und einen Menschen zu durchschauen, um ihn dadurch eben tatsächlich besser verstehen zu können. Und das Gegenteil ist der Fall. Also entstehen zunehmend eigene Welten. Ich betone, es ist ein ganz natürlicher Vorgang. Diese eigenen Welten müssen wieder entstehen. Wir müssen uns geradezu wieder diversifizieren, also differenzieren und unterschiedliche Standpunkte einnehmen, weil ein ewig gemeinsamer Standpunkt kann es nicht sein, weil die Welt ist viel zu gefährlich oder die Welt ist viel zu herausfordernd, um immer wieder gleiche, der Verständnis übereinstimmende Standpunkte zu haben, sondern wir müssen unterschiedliche Standpunkte haben. Denken wir an das Beispiel Kindererziehung. Ein Mann hat ein anderes Verständnis als die Frau und umgekehrt. Und das trifft für alle anderen Beziehungen, die Menschen haben, genauso zu. Es entstehen also immer wieder eigene Welten bei natürlich auch vorhandener Übereinstimmung oder bei vorhandenem Verständnis. Das heißt, wir haben immer wieder das Phänomen, dass selbst bei kleinsten Missverständnissen in einem Bezug keine Übereinkunft mehr da ist. Und man versteht den anderen nicht mehr. Und das ist dann oft sehr schmerzlich.
Und wir fragen uns, warum kann sie mich nicht mehr verstehen oder warum versteht er mich nicht? Es ist geradezu, das hat man oft den Eindruck, ein nicht mehr verstehen wollen. Und insofern ist es natürlich wichtig in unserem lebendigen Umgang miteinander, wenn wir Bezüge haben, dass wir zu Kompromissbildungen fähig sind, dass wir Kompromisse machen können, dass wir ein eigenes Verständnis haben und dein Partner hat ein anderes Verständnis oder die Beteiligten haben ein anderes Verständnis und wir finden immer wieder zu Kompromissen, also zu Übereinkünften. Und insofern wird das Verstehen dann sogar zweitrangig oder drittrangig. Wir müssen nicht immer alles verstehen, weil wir nicht alles verstehen können, weil wir begrenzt sind in unserer Individualität und auch unsere Individualität brauchen, um sein zu können. Insofern ein Verständnis in absoluter Art und Weise oder ein Verstehen in absoluter Art und Weise überhaupt nicht entstehen kann und gar nicht natürlich und realistisch ist. Aber die Kompromissbildung ist natürlich die Herausforderung. Neben der Toleranzbildung, die wir haben. Also die Herausforderung ist dann in einem weiteren Beisammensein, egal ob es sich um Arbeit oder um Beziehungen handelt, die Toleranz, die Kompromissbildung. Das heißt, Menschen verstehen ist nur eine Möglichkeit im Leben. Ein Verständnis, ein Verstehen können auf dieser intellektuellen oder rationalen Ebene ist nur eine Möglichkeit im Leben, neben anderen Möglichkeiten, die wir im Zusammensein haben. Es sind ja immer wieder neue Dinge, die sich ständig ergeben. Die Welt verändert sich stets und ständig. Unser Wissen verändert sich. Unsere Lebenserfahrung verändert sich. Unsere Standpunkte verändern sich, so wie sich eben das Wetter verändert und alles Mögliche stets immer wieder anders ist. Und insofern auch das Verstehen dadurch immer wieder anders wird. Verstehen heißt also, mit der Welt zu gehen, wie sie ist. Und das heißt, ich muss eine gewisse Toleranz entwickeln, einen Respekt entwickeln den Dingen gegenüber und wie gesagt, diese berühmte Kompromissbildung, die wir immer wieder brauchen, um gewisse Übereinkünfte zu schaffen, neben dem Respekt und der Toleranz und dem Stehenlassen des Nicht-Verstehbaren. Übereinstimmung entsteht nicht durch Ratio und Intellekt, weil deren Argumentationskraft vielleicht einseitig im Sinne des Verständnisses oder des Verstehens oder Nichtverstehens ist, sondern eben tatsächlich, wie ich schon sagte, durch Respekt und Zuneigung, letztendlich durch Liebe, durch Stehenlassen dessen, was sich nicht verändern kann, weil Menschen sind nur begrenzt veränderbar und passen sich nur begrenzt an. Das Beispiel, das Eingangsbeispiel, was ich brachte, wenn wir uns kennenlernen und eine Liebesbeziehung eingehen, dann haben wir natürlich ein super Verstehen, ein super Verständnis. Dann wird jedes Ding, das uns begegnet, ein gegenseitiges und wechselseitiges Verständnis haben, um einfach zu binden, um tatsächlich eine Bindung möglich zu machen, eine Übereinkunft entstehen zu lassen. Je mehr wir uns kennen, je mehr wir uns vertrauen, je mehr wir darauf vertrauen können, dass der andere eben dafür da ist und seine Dinge tut und ich meine Dinge tue, desto höher eben aber auch die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns nicht verstehen können. Und dass wir dann eben die anderen Dinge brauchen, die mehr sind als das Verständnis oder umfassender sind als Verständnis, nämlich Respekt, Toleranz, Liebe und in der Hinsicht so stehen lassen und den anderen so sein lassen können, wie er oder sie ist. Das ist etwas sehr Grundlegendes und sehr Wichtiges in unserem menschlichen Leben. Nicht mehr verstehen und was heißt in diesem Zusammenhang verstehen